Das Oktoberfest in München. Wie kommt man da am besten hin? Na, mit Edgar, dem autonomen Wiesenshuttle, entwickelt von Forschenden der Technischen Universität München. Also, einsteigen, anschnallen und los geht's. Ja, Edgar, unsere Doktoranden sind natürlich immer da sehr kreativ und haben sich überlegt, sie nennen das Ganze Excellence Driving in Garching. Und so entstand der Name Edgar. Und Edgar wird heute erstmals auf dem Oktoberfest vorgestellt. Und wie ist das Fahrgefühl? Schnittiger kann er noch werden, aber technisch ist er schon gut. Absolut beeindruckend, können wir sagen. Und überhaupt nicht beunruhigend. Sehr solide, wie man das von bayerischen Automobilherstellern sozusagen erwartet. Edgar zieht große Aufmerksamkeit auf sich, von der Prominenz, der Presse, aber auch zahlreichen Wiesenbesucherinnen und Besuchern. Für Präsident Thomas Hofmann ist das größte Volksfest der Welt die perfekte Bühne, innovative Forschung in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich finde es super, weil ich ja immer sage, die TU darf sich nicht in Labors verstecken, sondern müssen raus, da wo die Menschen sind, die müssen ja auch sehen, mal begreifen, was heißt es eigentlich überhaupt, autonomes Fahren. Da musst du an den Menschen hin und nicht nur im Labor arbeiten. Und deswegen finde ich das klasse. Hier ist die Welt heute hier und ist sozusagen auch für München international echt die beste Werbung und für Technik sowieso. Edgar fährt komplett autonom, erkennt selbstständig Fußgänger, Radfahrer und Verkehrszeichen. Nicht nur Oberbürgermeister Dieter Reiter gerät ins Schwärmen. Und auch dieses Verhalten von vielen, vielen hundert Fußgängern, die Richtung Wiesen unterwegs sind, die also natürlich nicht nur da gehen, wo eigentlich auf der Straße der Fußgängerweg eingezeichnet ist, hat er alles sehr, sehr gut gemeistert. Autonomie in der Mobilität wird in Zukunft ganz selbstverständlich dazugehören. Und deswegen ist es wichtig, auch diesen technologischen Sprung zu gehen, das nicht anderen zu überlassen. Das machen wir, das macht die TU. Edgar ist Teil von MQ, Münchens Forschungscluster für Mobilitätsinnovationen. Wir brauchen solche autonomen Shuttles für zukünftigen Straßenverkehr. Und dann haben wir im kleinen Team zusammengesessen und überlegt, dann richtig, dann suchen wir uns auch die schwerste Situation raus, die man sich vorstellen kann. Und das sind die Wiesen. Aus den Testfahrten rund um die Wiesen ziehen die jungen Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse. Zum Beispiel, welche Situationen für das Fahrzeug die schwierigsten sind. Anhand dieser Daten können sie das autonome Fahren weiter verbessern. Den Praxistest heute hat Edgar schon einmal mit Bravour bestanden. So ein Tag wie heute ist aus der Hinsicht besonders, weil wir halt jetzt 3 Jahre darauf hingearbeitet haben und jetzt hier endlich mal dastehen, an Tag X abliefern müssen und auch abgeliefert haben. Und dann fühlt sich das natürlich ziemlich gut an.